Mein Name ist Mirko Egloff, ich bin 29 Jahre alt. Ich habe mit 4 Mitgründerinnen Loopy gegründet. Wir versuchen zu verhindern, dass jährlich extrem viele Tonnen Abfall im Müll landen durch Kinderwagen. Weil heutzutage sind die Kinderwagen alle komplett vernietet. Wenn da mal etwas kaputt geht, kriegst du es nicht mehr so schnell auseinander und repariert. Das ist dann auch fürs Recycling ein Problem. Wir bieten die Kinderwagen in einem Service-System an. Die Eltern können jeweils den Kinderwagen benutzen, den sie momentan am besten gebrauchen. Und so hoffen wir halt eigentlich alle Bedürfnisse abzudecken, dass sie nicht mehrere Kinderwagen gleichzeitig zu Hause haben. Wir versuchen jetzt gerade mit Loopy im Quartal 1 2022 auf den Markt zu gehen. Also jetziges Ziel ist es, dass wir ab 1. Februar eigentlich die erste Subscription oder den ersten Versand effektiv durchführen. Mein Name ist Chantal Lischi, ich bin 26 Jahre alt und ich bin für Marketing und Kommunikation verantwortlich bei Loopy. Ich würde mein Team wie ein Puzzle beschreiben. Das heißt, wir sind 5 verschiedene Teile, die verschiedene Ecken und Kanten und Kurven haben, aber schlussendlich eins ergeben. Ich habe an der School of Engineering Energie- und Umwelttechnik studiert. Mein Studium an der ZHAW hat mir dahingehend geholfen, dass ich sehr viele Tools mit in die Hand bekommen habe, um möglichst schnell mit den Kunden am Markt zu evaluieren, ob meine Annahmen effektiv stimmen. Die Idee von Loopy ist mir gekommen, als ich gesehen habe, wie meine Cousine ihr Kind aus dem Kinderwagen gehoben hat. Und der Kinderwagen ist direkt hingefallen und hat so ein bisschen um Hilfe geschrien, das sah alles nach sehr viel Kunststoff und Plastik aus und ich dachte, das ist nicht so gute Qualität, da sollte man was besser machen. Und jetzt ist halt die Frage, warum soll ein Hersteller ein Produkt besser machen, wenn das maximal 4 bis 5 Jahre genutzt wird und er nichts über diese Zeit verdient? Und dort ist mir halt dann die Idee gekommen, hey, das ist doch ein super cooler Kreislaufwirtschafts-Business-Case, dass man ein sehr, sehr effizientes und stabiles Produkt über mehrere Generationen nutzt und spezifisch dafür ein Produkt designt. Und das ist dann eigentlich Loopy. Natürlich ist es mir extrem wichtig, dass wenn ich ein Kind in die Welt setze, dass das in eine Welt kommt, die irgendwie noch lebenswert ist. Und wenn man sich so ein bisschen die Politik heutzutage anschaut, wie langsam da effektiv Änderungen passieren, dann ist es natürlich schade. Und hier ist halt die Möglichkeit, ein eigenes Geschäft aufzubauen und einen Einfluss zu nehmen, eine gute Möglichkeit, um etwas dagegen zu tun, aktiv. Mirko ist eine Person, mit der man sehr schnell klickt und sich sehr schnell wohlfühlen kann. So, er gibt einem das Gefühl, dass einem jemand zuhört und dass man ernst genommen wird. Und man kann Spaß haben, aber auch ernste Gespräche führen. So, diese Balance fand ich sehr, wie soll ich sagen, ansprechend. Habe mich von Anfang an wohlgefühlt, auf jeden Fall. Wir sind ein Team, das enorm gut zusammenarbeitet. Ich denke, wir haben eine gute Dynamik. Ich denke, wir sind uns ein bisschen ähnlicher. Wir haben auch so ein bisschen die ruhige Seite im Team. Hier ist gerade die kommunikative Seite, habe ich das Gefühl. Sehr outgoing, ziemlich schnell, ziemlich viel Spaß. Und ich glaube, das matcht sehr gut. Man sollte sich auch selber nicht so ernst nehmen. Vor allem in der Geschäftswelt.